möchte einen kleinen Schwenk machen und zwar zu meinem Bezirk Schöneberg auch. Und ich möchte mich bedanken und ich fühle mich großartig, dass ich in dem Bezirk lebe, der halt so geschichtsträchtig ist, was ich natürlich früher in meiner eigenen Gegenwart nicht gewusst habe, weil die historische Geschichte meiner Familie, die Aufarbeitung, ist neugierigen Menschen zu verdanken, insbesondere Robbie Aitken, der hier gelebt und studiert hat und unsere Familie ausgegraben hat, die anders gelebt wird, erzählt wird, als wir sie innerhalb der Familie erzählt und gelebt haben. Und das ist das Großartige dabei. Schätze sind gehoben worden. Die Neugierde und das Interesse individueller Personen, so auch Berlin Postkolonial, Dekoloniale und ISD und noch viele andere mehr, dank an das aktive Museum, auch an das Museum Tempelhof Schöneberg, mit dem wir ja letztes Jahr eine große Ausstellung zur Familie machen könnten. Und diese Kontinuität dieser Menschen ist für mich das Wichtige und aber auch zu erkennen, welche Wirkung die Neugierde zeigt, weil nur die Kontinuität, daran zu bleiben, diese Themen und diese Geschichten zu beleuchten, hervorzuheben, versuchen zu zeigen, haben uns innerhalb der Stadt in den letzten Jahren so weit geführt, dass wir Straßen umbenennen dürfen können. Von für mich wichtige Personen Mai Ayim, zum Beispiel jetzt gerade die Audre Lorde, sind meine Gegenwart gewesen. Und hier haben wir auch noch Stolpersteine bekommen für meine Großmutter und meine Omi und ihren Mann, Vater Louis Brody. Und auch für alle anderen, die noch in den letzten Jahren und wie auch gerade aktuell gesagt, neue Stolpersteine bekommen haben, Gedenktafeln bekommen haben, sind für mich also eigentlich überwältigend. Und ich bin so dankbar, dass wir mit den Menschen, die sich individuell damit beschäftigt haben, uns mit einbezogen haben, das mit uns teilen und wir gemeinsam einen Schritt für Schritt weitergehen. Ich glaube, das ist es eigentlich von meiner Seite. Einen großen Dank an die Organisatorinnen, an die Initiatorinnen, für die Unterstützerinnen und für diesen Moment.